Wir wollen mit diesem Gesetz die Möglichkeiten erleichtern, dass in privaten Einrichtungen, die öffentlich zugänglich sind, wie beispielsweise Einkaufszentren, Vergnügungsstätten, Versammlungsstätten, Sportstätten, aber auch im öffentlichen Personennahverkehr, Videokameras angebracht werden, um Straftaten schwerer Art aufzuklären und um möglichst Terroranschläge zu verhindern. Zum einen bin ich der festen Überzeugung, dass Videokameras zwar kein Allheilmittel sind, dass sie aber durchaus im Einzelfall Täter abschrecken können, weil er eben davon ausgehen muss oder weil sie davon ausgehen müssen, dass sie gefilmt werden und dann auch sehr schnell aufgedeckt und zur Strecke gebracht werden. Und zum anderen hat die Erfahrung ja auch gezeigt, insbesondere bei den S-Bahn-Schubsern in Berlin, aber auch bei einem Anschlag von Jugendlichen auf einen Passanten in der Berliner S-Bahn, dass Videoaufzeichnungen sehr schnell dazu beitragen können, die Täter zu überführen. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass sowohl im präventiven Bereich, aber auch im repressiven Bereich Videokameras sehr wohl einen sinnvollen Nutzen bieten. Die Entwicklung der letzten Jahre hat auf bedauerliche Weise gezeigt, dass die Angriffe gegen Polizeibeamten immer mehr zunehmen. Allein im Jahr 2015 ist im Durchschnitt jeder vierte Polizeivollzugsbeamte in Deutschland Opfer einer Straftat geworden. Viele wurden beleidigt, aber auch viele persönlich tätlich angegriffen. Deshalb sind viele Bundesländer bereits dazu übergegangen, in ihren Landespolizeigesetzen die Möglichkeit zu schaffen, dass die Polizisten mit Videokameras, mit Bodycams versehen werden. Wir schaffen jetzt auf Bundesebene auch diese Möglichkeit für die Bundespolizei. Von nun an können auch Bundespolizisten Bodycams tragen. Diese Aufzeichnungen, die in den Einsätzen gemacht werden, sollen vor allem dazu dienen, Straftäter schneller auch zu identifizieren und die Geschehensabläufe auch im Nachhinein besser nachvollziehen zu können.